Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Enshrouded. So, das Ganze wird jetzt in nächster Zeit daily passieren. Also die neuen Folgen Enshrouded werde ich jetzt immer 16 Uhr täglich ausstrahlen, damit wir einfach auch mal ein bisschen Fortschritt bekommen. Denn alle anderen LPs sind ja aktuell Richtung Twitch gewandert und demzufolge finde ich das ganz gut, wenn wir das jetzt einfach mal hier als YouTube-only-LP daily haben, das Ganze. So, The Front werde ich auch nochmal separat aufnehmen, aber dazu dann zu späterer Zeit. Hey, warum läuft der weg? Hier bin ich. Gigi. Ach, das, ja schön, der Schaf oder Ziege oder was interessiert dich also mehr? Ziege, ne? So, Leute, ich habe Dinge getan, also jetzt nicht so viel. Aber ihr habt ja diese Steindecke angeprangert und deswegen habe ich die Steindecke jetzt hier an der Stelle einmal rausgenommen, weil ich denke, es sieht einfach schöner aus, wenn wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Hier in diesem Vorraum, wo unsere Küche sein wird und wo wir unser Essen machen und pipapo. Dann haben wir unseren Aufgang nach oben. Der nimmt ganz schön viel Platz weg, aber den müssen wir haben, denn wir haben hier nämlich noch unseren baldigen Keller. Der ist ja noch nicht da, aber der kommt irgendwann noch. So. Ich habe allerdings hier immer noch die Steindecke, weil ich mich nicht getraut habe, die wegzunehmen, weil oben die Kisten stehen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. So, dann habe ich das folgendermaßen gemacht. Hier habe ich das einmal zugemacht und bin am Überlegen, ob ich das hier wegnehme, obwohl ich das eigentlich auch ganz schick finde. Ich glaube, das Lager geht sowieso irgendwann runter in den Keller. Und zwar mit diesen blauen Kisten, wo wir dann immer darauf zugreifen können. Aber jetzt erstmal ist das hier der Dachboden und so wie es ist aktuell. So, ich hoffe, das ist genehm. Wir müssen heute, ganz wichtig, unbedingt eine Rüstung fertig machen. Wir brauchen eine Rüstung, wir brauchen einen neuen Schild, wir benötigen... Ich habe da noch eine Kiste unten in der Leiste, okay, cool. Wir brauchen noch einen neuen Schild, wir brauchen so eine Keule. Und er hat ja alles, was wir brauchen und das müssen wir jetzt bauen. Und, hatte ich eigentlich die Dinger schon gebaut? Muss mal ganz kurz gucken. Schon wieder so lange her. Rucksack. Wir haben... Genau, die haben wir schon gebaut. Holzfäller-Schuttaxt und Schutzspitzhacke. Wir haben den Jägerbogen gefunden. Wir haben ein rostiges Schwert. Da würde ich gerne so eine Keule haben. Die hat aber, glaube ich, nicht mehr Schaden. Müssen wir gleich mal gucken. So eine Einhandkeule. Ich möchte gerne wissen, wie man die Dinger hier baut. Das interessiert mich auch sehr. Kann man die bauen? Aber das wissen wir noch nicht. Okay, gut. Also, das haben wir gebaut, das haben wir gebaut. Hier ist der Schild, den ich gerne hätte. Den könnten wir jetzt schon machen. Und dann hätten wir hier noch eine Stachelkeule und ein Derbeschwert mit Level, mit einem 16er Schaden. Und das Ding hat 17er Schaden. Diese Stachelkeule, wäre die vielleicht was für uns? Da brauchen wir noch ein paar Nägel. Bau mal eben. Wäre das was für uns? Leute, ich mache mir erstmal das Schild. Ich habe doch kein Schild, ne? Ich gucke lieber nochmal. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was ich schon gebaut habe. Das ist ein bisschen tricky gerade. Okay, nee. Okay, wir bauen den Schild. Herstellen. Und wir bauen diese Stachelkeule. Wir könnten natürlich auch das derbe Schwert. Da haben wir mehr Schnittschaden. Und hier haben wir mehr Wucht. Was ist besser? Eigentlich brauchen wir beides. Stachelkeule und das Ding, ne? Das derbe Schwert ist auch ein bisschen... Ich weiß echt nicht, was wir nehmen sollen. Ich nehme jetzt erstmal das Teil hier. Denn wir haben ja noch das andere Schwert. So, dann haben wir keine Nägel mehr. Okay. Aber wir haben jetzt erstmal diese beiden Dinger. So, das heißt, ich rüste aus. Ich glaube, diese Dinger... Warte mal, wir haben hier das Ding, dann dieses Schwert, dann haben wir hier den Bogen, brauchen wir hier gar nicht mehr. Danke übrigens nochmal für den Hinweis, weil ich mich um und um gesucht habe.
wie das war mit dem Bogen. Und den muss man einfach hier auf diesen Slot ausrüsten. Und jetzt kann ich jederzeit, wenn ich so unterwegs bin, auf Q drücken und kann Dinge tun. Das ist so geil. Genau das habe ich gesucht. Vielen, vielen Dank. Super gut. So, dann gehe ich wieder zurück in meinen Rucksack. Dann haben wir jetzt das hier so. Die Keule auf der 3. Kann ich die mal kurz ausprobieren, bitte? Ist hier irgendwo so ein Kackwolf? Ziege wäre auch okay. Ja, die läuft gleich weg. Wo ist hier ein Wolf? Hallo? Ihr seid doch sonst immer da. Ihr kleinen Arschmaden. Na? Wo seid ihr denn? Hm? Keiner da. Natürlich nicht. Nice. Doch, ist ganz geil. Ist ganz geil, muss ich sagen. Da kann ich ganz gut mich durch die Gegend prügeln. Wir nehmen erstmal die Keule. Und mein anderes Schwert, das hat halt einen 14er Schaden statt einem 16er. Okay. Gut. Was haben wir denn hier noch? Was sind das? Ein 11er Schaden Beil? Henkes Axt? Das hier würde ich gar nicht mitnehmen wollen. Das natürlich auch nicht. Was können wir hier noch drauflegen? Der Bogen muss hier nicht sein, ne? Der bleibt doch ausgerüstet, oder? Ja. Dann kann der doch. Obwohl, ich muss ihn da irgendwo hinpacken. Dann kann er auch lieber auf der Leiste sein. Dann lassen wir ihn hier. Okay. Hier unten werden wir eher so Nahrungsmittel legen. Bomben machen wir hier hin. Oh, Magiestab natürlich. Okay, warte. Die Sachen würde ich lieber runterpacken. Fernkampf. Hier ist Nack. Hier ist Zweihand. Hier ist Einhand. Hier ist Fernkampf. Dann machen wir. Die Zauberstäbe, Leute. Ja, ganz wichtig. Also einmal den. Hierfür brauchen wir Zauber. Hirte des Donners hatten wir gefunden, genau. Und dann haben wir hier den knisternden Zauberstab. Mit dem ich irgendwie gar nicht gut zielen kann. Ich weiß nur nicht warum. Keine Ahnung. Muss man wahrscheinlich noch trainieren oder so. I don't know. So, dann haben wir hier noch Dietriche. Die packe ich mal hier unten rein. Pfeile und Co. Was ist das hier? Provisorische Sense ist auch ein Arbeitsmaterial. Und hier ist der Schild. Den müssen wir natürlich ausrüsten. Dann kann das Ding weg. Das können wir dann wegpacken. Oder kaputt machen. Können wir das kaputt machen? Löschen. Löschen. So. Haben wir erledigt. Gut. Also hier unten machen wir Essen und Werkzeuge und oben die ganzen Waffen. Okay, alles klar. So, jetzt brauchen wir allerdings noch mehr Sachen. Ne? Wir brauchen jetzt die komplette Rüstung. Das hätte ich gerne. Kämpferset. Die komplette Rüstung brauchen wir. Wir haben einmal dieses Oberteil. Das können wir ja schon mal herstellen. Und dann fehlt es uns an Harz. So sind wir nämlich stehen geblieben, ganz genau. Oberteil haben wir schon mal. Okay, warte. Ausrüsten. Das Ding löschen wir. Löschen. So. Okay, wie sieht's denn hier aus? Wir haben eine Platte. Wir haben keinen Metallschrott mehr. Really? Pickfuck, wir haben keinen Metallschrott mehr, Leute. Stimmt das wirklich? Hier ist Kohle, hier ist Metallschrott. Das nehmen wir jetzt mit. Hätte ich da nicht eigentlich jetzt drauf zugreifen können? Hätte er nicht eigentlich drauf zugreifen können jetzt normalerweise? Wait. Er müsste doch theoretisch einfach drauf zugreifen können. Hat er aber nicht. Das müssen wir wirklich hier reinlegen, ne? Okay, dann let's go. Dann mach mal ein paar Plättchen. Das hätte ich auch vorher schon machen können. Verdammte Kiste. Naja, aber wir brauchen die Dinger. Und wir brauchen Harz. Das bedeutet. Warte, was brauchen wir denn noch? Lass mal gucken. Kämpferset. Also, wir haben jetzt das Oberteil. Wir brauchen hier Tierfell, Metall, eine Metallplatte und drei Harz. Wenn wir Harz hätten, dann würde das hier stehen. Hier brauchen wir zwei Metallplatten. Garn und Tierfell. Nochmal Garn, Tierfell, Metallplatten.
Und Harz. Okay, wir müssen jetzt Harz holen. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen fällen. Ein paar Bäume. Die spawnen sowieso ständig nach, habe ich das Gefühl. Und meines Erachtens nach war am besten Harz zu finden bei den kleinen Bäumen. Weiß es aber auch nicht. Mit E kann ich aufnehmen. Okay. Merken. Und wieder bringt sie alle Spiele durcheinander. Oh, hier ist Harz. Sehr gut. Hier nicht. Überhaupt nicht gut. Doch, war Harz. War Harz bei. So. Dann holen wir mal ein bisschen was. Was brauche ich? Ich glaube, 7 oder so brauche ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weiß es aber auch nicht. So, hier ein paar Bärchen noch. So, Leute, und wenn wir dann fertig sind mit der Ausrüstung, dann brauchen wir noch ein bisschen Buff-Food. Und dann gehen wir erstmal ins Miasma, denn ich möchte nicht unvorbereitet zu dem Elixierbrunnen, denn ich weiß, da ist der Boss. Wir benötigen auf jeden Fall auch noch gute Pfeile, denn ich möchte eher auf Fernkampf gehen. Ausdauer ist auch schon wieder jenseits, ne? So. Das nehmen wir auch alles mit. Ich habe halt keine Ahnung. Wir werden uns denn da auch einen Flammenaltar wieder hinstellen. Wenn das überhaupt geht, weiß ich nicht. Oder vielleicht ist das auch gar nicht notwendig. Aber eigentlich möchte ich mich ja hin und her porten können, ne? Falls ich was reparieren muss. Oder so, dass ich nicht so weite Wege habe dann. So. Wir können ja zwei Flammenaltäre bauen. Oh, hier, guck mal. Das war doch mal erfolgreich. Die Frage ist jetzt, wenn ich einen stehen lasse und dann aber einen neuen baue und hinsetzen möchte, wird dann der andere automatisch zerstört? Das wäre irgendwie fatal. So, das kann auch weg. Gut. Vorbereitung ist alles, ne? Ich sag's mal. Wir haben erst Level 2. Ich bin noch voll der Noob. So, wie sieht's aus? Wir haben 14 Harz. Ich wollte mal gucken. Stufe 2. Wie kriege ich eigentlich Erfahrungspunkte? Nur durchs Kämpfen, glaube ich, ne? Also wirklich so durch Abbauen und so, glaube ich, kriege ich gar keine Erfahrungspunkte, habe ich das Gefühl. Naja. Ich glaube, ich darf nicht den ganzen Metallschrott verballern. Ich werde mal ein bisschen was rübernehmen, sicherheitshalber. So, wir haben jetzt drei Platten. Okay, Kämpferset. Das ist der Helm, den können wir schon mal bauen. Der braucht eine Platte. So, zack. Dann haben wir hier eine Hose, die können wir auch schon mal herstellen. Dann brauchen wir noch die Handschuhe. Dafür brauchen wir jetzt noch mal zwei Metallplatten und noch mal einmal Garn. Das sollte, also brauchen noch drei Metallplatten. Und einmal Garn. Meine Garn mache ich ja selber. Genau, so war das. Herstellen. So. Okay. Das dauert halt ewig, ne? Aber wir brauchen halt noch drei Metallplatten. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Metallschrott. Das heben wir noch auf. So, den können wir schon mal ausrüsten. Hose können wir ausrüsten. Wir sehen super aus. Und dann haben wir die abgenutzte Hose, die kommt weg. Löschen. Weg damit. So, dann sind wir schon mal ein bisschen safe, Leute. Sehr gut. Okay. Dann warten wir noch auf die Platten. Kohle haben wir noch genug, wenn ich das richtig sehe.
Nächste Platte kommt, dann können wir schon mal die Stiefel, nee, die Handschuhe machen. Ja, sehr gut. Dann können wir ja in der Zwischenzeit vielleicht ein bisschen ins Miasma gehen. Das wäre ja vielleicht eine Idee. Während der hier noch irgendwelche Sachen macht. Ich weiß halt auch gar nicht, wie zielt man denn mit dem Ding? Das Ding ist nicht wirklich auf Entfernung, ne? Ich glaube, dieser Zauberstab hat nicht wirklich eine besonders hohe Entfernung. Ah, da ist jemand. Probier mal kurz. Ah ja. Ah doch, ist eigentlich ganz geil. Ist eigentlich ganz geil. Das Ding. Perfekt. Okay, okay, okay. Ja, das ist gut. Okay. Gut, dann machen wir uns jetzt mal eben die Handschuhe und dann können wir erstmal runter ins Miasma. Ich habe auch dieses Ding noch gar nicht getestet. Ha. Wir haben ja alles. Greifhaken und Gleiter. Also alles gut. Jetzt, wir sind ausgerüstet. Jetzt muss ich nur noch umgehen lernen damit. Aber wie schaut's aus? Was sagst du? Einen haben wir. Pack da noch eben alles weg, damit wir auch gleich noch ein bisschen was looten können. So, wir brauchen ein Kämpfer-Set. Ach, der will zwei? Dann machen wir jetzt erstmal nur die Schuhe. Okay. Machen wir die Schuhe. Und dann brauchen wir hier noch zwei Metallplatten. Okay. Gut. Ist okay. Ausrüsten. Die Dinger kommen weg. Löschen. So, Leute, dann packe ich alles weg. Dann ist wahrscheinlich eh Nacht. Und dann gleiten wir mal runter ins Miasma. Das könnte sehr gefährlich werden. Wo ist eigentlich unser anderer Flammenaltar? Hier. Huch. Und was ist das hier? Da muss ich, glaube ich, hin. Da ist der Boss, ne? Das ist, glaube ich, die nächste Quest. Und was ist das hier? Brückenbaubericht. Kleine Feuersteinmine. Ach so. Da gibt es ja bestimmt auch Eisenminen. Da habe ich auch schon was von gehört. Das hier? Hintertannen. Okay. Ein paar Sachen sind schon zu sehen. Liebesbrief an Königin, bla bla bla. Da müssen wir hin. Okay. Wir sind schon ein paar Fragezeichen offen. Das freut mich sehr. So, wo wir noch hin... Ah, nee, wisst ihr, wo wir jetzt hingehen? Wen ich jetzt kaputt machen möchte? Bevor wir das wieder nicht hinkriegen. Das machen wir jetzt, bevor wir ins Miasma gehen. Hier, Glutwacht. Da gehen wir nochmal rüber. Die machen wir nochmal... platt. Das ist, was ich möchte. So. Alle Dinger kommen hier rein. Stapel ablegen. So. Außerdem machen wir hier noch Metallschrott und Harz rein. Und irgendwas war hier noch. Bin ich aber gerade unsicher. Ich glaube, die Dinger hatte ich jetzt woanders hingelegt. Ich habe noch eine Kiste im Inventar. Wir haben zwei Fleisch. Das ist natürlich viel zu wenig. Wir haben die lila Beeren. Die nehmen wir, um uns ein bisschen wieder hochzuheilen. Nehme ich gleich mal zwei Stacks mit. Honig brauchen wir hier nicht. Aber die Beeren sind relativ gut für uns. Deswegen nehme ich die mal mit. Okay. Wir reparieren gleich nochmal. Rostiges Kurzschwert brauche ich eigentlich nicht, ne? Das können wir eigentlich hier lassen. Oder ich nehme das auseinander. Ich nehme das mal auseinander. Zerlegen. Da kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Stuff für. Okay. Warte mal, habe ich gerade das Falsche weg? Das habe ich gerade gelootet, ne? So war das. War das ein gutes Schwert? Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. War das falsch, was ich gerade gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. So, wie gesagt, Nahrung. Dann packen wir den Bauerhammer hier nochmal wieder rein. Die Dinge. Und die Kiste packe ich erstmal hier rein. Hier haben wir noch Schrottpfeile. Die brauchen wir später. Und Feuersteinpfeile.
Dann haben wir noch Holzpfeile. Miasmaflüssigkeit, bla bla bla. Müssen wir auch noch irgendwo hinpacken. Diese Sachen gehören woanders hin. Okay, dann nehmen wir doch noch diese Kiste raus. Dann stelle ich das eben noch auf. Weil diesen Steindeckel mache ich jetzt eh nicht weg. Die lasse ich jetzt erstmal so, wie sie ist. Das machen wir später. Hab keine Ahnung. Wenn wir mit dem Lager nach unten ziehen, mache ich die weg. Und machen wir Holz draus. So. Dann können wir das hier noch hinmachen. Wo habe ich mein Geld? Hier. Okay. Unfassbar viele Fackeln. Okay. So, dann kommt das da noch mal rein. So. Dann machen wir hier noch wieder eine Fackel rein. Perfekt. Das bleibt hier. Und das Beil kommt da rein. So, perfekt. Super. Wir sind ausgerüstet, es ist Nacht. Perfekt. So. Zu. Zu. Dann ist er wahrscheinlich doch schon fertig, ne? Okay, wir haben jetzt drei von denen. Alles klar. Und dann können wir uns jetzt die Handschuhe bauen. Herstellen. Und das Ding brauchen wir natürlich auch, ne? Also diese Dinger müssen wir als nächstes bauen, dass wir eine schöne Fellrüstung haben, weil es wird ja irgendwo auch kalt werden. Ausrüsten. Die Metallplatten packe ich dir nochmal fix oben hin und dann schlafen wir und dann gehen wir mal rüber zu diesen anderen Dudes, wo wir schon gestorben sind. Hab ich gar keinen Bock drauf. Und machen die weg. Ich muss halt auch Blocken üben, ne? Das ist wichtig. Und mal hier mache ich die Metallplatten rein. Sehr gut. Schaltvoll. So, reparieren. Zu. Schlafen. Okay. Gut. Gleich Greta Hahn. Ja, da ist er. Der Hahn, der Gute. Ich gehe hier raus. So, du passt schön auf. Ich gehe mal los, ne? Geh mal rüber zu den Dudes. Jetzt erstmal mit dem Zauberstab los. Und danach dann mit Keule und Schwert. Ich probiere mal eure Tipps und Tricks umzusetzen, ne? Rückwärts gehen, blocken, parieren. Das werde ich jetzt mal versuchen umzusetzen. Guck mal, da ist alles voll mit Feuerstein. Krass. Wie schön das einfach aussieht. Ja, mit der Fackel. Du hast ihn einfach mit der Fackel erschlagen. Das war sehr sinnvoll. Wie wäre es, wenn wir einfach die Keule nehmen? Oder das Schwert erstmal für die Wölfe. Ich bin sehr happy, dass wir jetzt eine Rüstung haben. So, wo war das? Da hinten. Lalala. Let's go, let's go. So. Hier wieder schön Loot. Bin ich richtig? War das wirklich, war das hier? Nee, das war doch nicht hier. Das war dahinter oder da oben oder so. Wo war denn das? Ich glaube, das war dahinter.
Ich glaube, das war ziemlich gut gerade, was ich gemacht habe. Also, das war, glaube ich, jetzt nicht von schlechten Eltern. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Okay. Wir gucken hier auch noch mal rein. Vielleicht ist da irgendwas Neues drin. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich probiere es noch mal. Sag mal. So. Oh, wer ist er denn? Ach, guck. Meisterkolben. Ist das ein Einhänder? Level 21. Da ist der ja hier den Scheißdreck gegen. Nee, ist ein Zweihänder. Okay. Ja. Also die beiden sind even, ja? Okay, gut. Dann mach ich meine Keule wieder da rein. So. Leute, dann gehe ich mal gucken. Wo war das? Ich glaube, das war hier oben, ne? Sehr gut. So. Okay, dann probieren wir jetzt mal. Wir trainieren jetzt ein bisschen hier bei denen, ne? Das ist so meine Absicht. Ich trainiere jetzt hier ein bisschen. Mal gucken, das sind ja alles Nahkampftypen. Alter, geht das schon wieder los? Leck mich doch am Arsch. Was mir. Alter! Oh mein Gott, ich bin so. Ach, du Scheiße, ey. Muss erstmal schnell hier was essen. Junge. Erstmal ausruhen kurz. Sind da noch mehr von den Dudes? Ich hoffe nicht. So, isst mal noch ein paar von den guten Bären. Krass, also das mit dem Blocken, das ist mir noch. Ich bin, glaube ich, immer zu schnell. Ich blocke zu schnell. So. Gut, ich gucke da mal nach dem Rechten hier. Was ist das? Das ist eine Höhle. Okay, das nehmen wir doch alles erstmal gerne mit hier. Da kann ich mich reparieren. Hier gibt es noch ein bisschen Schrott, sehr gut. Das haue ich gleich alles auseinander. Das hier auch. Mal gucken, ob das was bringt. So, dann repariere ich mal kurz hier. So. So, das haue ich gleich auseinander. Was haben wir hier? Das können wir, glaube ich, kaputt machen.
Sehr, sehr cool. Und da ist irgendwie ein Eingang und eine Truhe. Sehr cool, sehr, sehr cool. So, die nehme ich sehr, sehr gern. Die Bomben sind echt richtig geil. Und hier können wir was lesen. Okay. Oh, ein Mana-Ring. Was habe ich denn für Ringe? Lass mal gucken. Alchemistenring. Siegerring des Wächters. Der ist schon ziemlich gut. Überlege ich mir später. So, das hier lesen. Verflucht seien diese Trottel. Die haben mich fast in die Luft gesprengt, diese Schurken. Dieter, sieh dir das an. Wir haben im neuen Tunnel eine Truhe entdeckt. Ich schwöre es. Nein, Dieter, das ist kein Scherz. Sieh nur. Mein Mund ist voller Staub und meine Hände sind taub vom Graben. Meine Nägel sind gespalten. Ich bin am Verhungern. Verflucht, möge das Miasma euch alle holen. Die mache ich auch kaputt. Nein, nicht lesen. So. Okay. Plündere Lager mit Schacht. So, das ist ja alles nur Holz. Metallschrott nehmen wir natürlich gern. Alter Vater, diese Minen, ne? Huch, nein, wollte ich gar nicht. Okay, ich glaube, wir haben es. Was ist denn da hinten? Also ich hoffe, ich habe alles. Ah ne, warte mal, hier war noch ein Brief hier vorne. Den müssen wir natürlich auch noch lesen, ne? Da unten wird es ihm gut ergehen. Dieter, geht es gut. Schluss mit dem Gequatsch. Er hat eine Schaufel und Kraft. Also wird er bald aus dem Schacht kommen. Vielleicht spielt er uns ja einen Streich, der Schuft. Sag mal, hast du da Proviant reingetan, Hans? Egal, er wird es überleben. Ja, die Truhe war ein guter Köder, obwohl wir sie gebraucht hätten. Pah, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Dann ist er da schön verreckt, der Dieter. Ist einfach verreckt. Krasse Dudes. Ey, was ist mit denen? Heftig. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sind wir fertig an der Stelle. Und mit der Folge, dann gucken wir gleich mal in der nächsten Folge, was da oben los ist. Ich gehe mal hier noch ein bisschen ab und gucke mir das mal an. Keine Ahnung, was da ist. Aber erkunden ist halt auch wichtig. Bären sind halt auch super wichtig. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.